In vielen meiner Videos spreche ich über EDC, also das täglich Rumschleppzeug, und meistens dann über Taschenmesser. Aber da die Feder ja bekanntlich viel mächtiger ist als das Schwert, ist es allerhöchste Eisenbahn, dass wir mal über Stifte sprechen. Heute dreht sich alles um die Stifte des deutschen Traditionsunternehmens Kaweco. Los geht's! Kaweco ist ein Unternehmen, das gibt es seit 1883. Also die haben schon eine gewisse Tradition. Und wunderschönes Geräusch. Als sie damals gegründet wurden, hießen die noch nicht Kaweco, sondern Heidelberger Federhalterfabrik. Was natürlich irgendwo, wenn man weiß, dass ich aus Heidelberg komme, auch die Verbundenheit erklärt. Es ist aber nicht nur die Verbundenheit zur Stadt Heidelberg, es sind die Produkte der Firma. Kaweco macht richtig geniale Schreibgeräte. In Handmontage, Einzelkontrolle, inzwischen werden sie in Nürnberg produziert. Irgendwann ist die Firma dorthin gezogen. Aber ein paar der Serien, die Kaweco hat, die sind perfekt für EDC. Wegen Größe, wegen Materialien, und da kommen wir auf alles gleich zu sprechen. Was mir aber ganz wichtig ist, bevor dass wir uns die verschiedenen Stifte anschauen, und zwar über drei Reihen möchte ich sprechen, muss ich euch sagen, viele von den Stiften, die ich hier habe, sind meine, die habe ich schon lang. Ein paar wurden mir von Kaweco zur Verfügung gestellt. Wenn sich jemand daran stört, dann wäre jetzt der richtige Zeitpunkt abzuschalten. Für die, die das nicht stört, wir schauen uns heute mal die Sportreihe an, wir schauen uns die Lilliput-Reihe an und die Supra-Serie. Meiner Meinung nach die drei perfekten EDC-Stifte von Kaweco. Die allererste Reihe, über die ich sprechen möchte, die allererste Serie, ist die Sportserie. Das Design ist, wenn ich es noch richtig in Erinnerung habe, von 1935, ist also ein bisschen älter. Das ist wirklich ein toller EDC-Stift, den werdet ihr auch schon öfter mal gesehen haben. Gibt es in verschiedenen Materialien und es gibt verschiedene Variationen davon. Also von den Materialien, es gibt Kunststoff, das sind immer so die günstigsten. Es gibt Aluminium. Dann gibt es natürlich die, die man am häufigsten sieht, aus Messing. Und es gibt einen Grund, weil das ist dann richtig, hat dann richtig Gewicht, ja. Und das macht schon Sinn. Die sieht man halt am häufigsten, weil es ist wirklich ein genialer Stift. Und es gibt dann auch noch Edelstahl. Auch der hat ein gewisses Gewicht und fühlt sich natürlich nochmal ganz anders an als der Aluminium. Richtig tolle EDC-Stifte, egal ob du jetzt einen Füllfederhalter magst, egal ob du einen Kugelschreiber mit Druckknopf hinten magst oder ob du einen Gelroller magst. Die habe ich am liebsten. Da habe ich auch verschiedene Modelle von. Was es noch gibt, ist der SketchUp. Der ist auch in der Sportform. Was bei dem so toll ist, der hat eine richtig dicke Bleimine drin. Und SketchUp, also es ist ein Zeichenstift. Den habe ich meiner Frau mal geschenkt. Das ist nicht meiner, sondern der gehört meiner Frau. Aber sagen wir mal, du bist Architekt oder Maurer oder irgendwie, du musst halt auf irgendwas schreiben, was jetzt nicht unbedingt Papier ist. Es gibt für den SketchUp Minen, da kannst du überall drauf schreiben. Also da könntest du auch auf Beton was markieren und so weiter. Ist auch ein ganz toller Stift, vor allem der hält halt was aus, gell? Also wenn der Messingstift runterfällt, dem passiert nicht so viel, außer vielleicht ein Kratzer. Richtig geniales Teil, den kann ich auf jeden Fall empfehlen. Meine Frau zeichnet, seitdem sie den hat, eigentlich nur noch mit dem. Was ich am Gelroller besonders mag, ist, dass er ein bisschen größer ist als der Druckkugelschreiber. Und zwar muss ich da die Kappe abschrauben und hinten draufsetzen. Und somit habe ich einen längeren Stift. Finde ich, passt am besser. Wie gesagt, nicht unbedingt die kleinsten Hände. Das ist richtig klasse. Wem die Sportreihe jetzt vielleicht ein bisschen zu klobig ist, für den ist sicherlich die Lilliput-Serie die richtige. Beim Lilliput ist es so, der wird aufgeschraubt und hinten am hinteren Teil ist nochmal ein Gewinde und darauf kommt dann die Kappe, die schraubt man dann auf und hat somit einen vollwertigen Kugelschreiber, also entweder Kugelschreiber oder, was ich auch gerne nochmal in die Kamera halten möchte, ist genau das gleiche als Füllfederhalter. Das ist dann natürlich auch genial. Ich bevorzuge hier immer breite oder extra breite Minen. Ich mag ein dickes Schriftbild, muss aber jeder selber entscheiden. Es gibt an Federn von extra fein bis hin zu extra breit. Absolut
toller Stift, absolut tolles Schreibgerät. Und was ich hier so genial finde, hier gibt es Kupfer. Kupfer setzt so eine tolle Patina an. Messing ist ja schon klasse. Aber ich glaube, es gibt nichts, das so schnell und so schön eine Patina ansetzt wie Kupfer. Und wenn wir uns den Stift hier mal anschauen, das ist jetzt der Kugelschreiber, den ich in Kupfer habe. Wenn ich den abschraube, sieht man innen drinnen, wie es noch feiner ist. Und ich schraube ihn auch mal ganz auf. Weil ich finde, man sollte auch mal sehen, dass hier nirgendwo irgendwie Plastik ist. Das ist wirklich ordentlich. Ja? Deswegen sind die halt auch Schreibgeräte, die man für EDC tatsächlich sehr gut verwenden kann. Weil das ist nichts, was dir auseinanderfliegt. Das ist wirklich ein absolut ordentliches Schreibgerät. Und ich weiß, wenn du jetzt irgendwo mit deiner Karte bezahlst, dann ist es ja meistens so, dass du nicht mehr per Hand, also mit einem Kugelschreiber unterschreibst, sondern mit diesem, auf diesem Pad und so weiter. Ich mache mir halt noch viele Notizen und viele von euch, weiß ich, tun das auch. Und da ist so ein Stift genial, weil der Formfaktor, der ist richtig klasse. Das ist ein richtig kleiner Stift und wenn ich den aufschraube, ich zeige es noch einmal, und dann die Kappe hinten drauf schraube, das geht ja ratzefatz, dann habe ich wirklich einen ordentlichen Stift von der Größe her. Das ist richtig klasse. Der Clip, der übrigens hier an dem Lilliput ist, das ist kein Kupferclip, sondern diese Clips gibt es, die sind aber dann in Bronze. Gibt es für alle Stifte, von denen ich heute spreche, die kann man dazu kaufen, die kosten ein paar Euro. Wenn du einen Clip brauchst, dann ist es eine tolle Sache. Ich finde aber auch, ohne Clip sehen die richtig toll aus. Jetzt kann es natürlich sein, dass der eine sagt, hey, der Lilliput ist mir zu klein. Allerdings ist mir der Sport ein bisschen zu klobig, weil er halt eckig ist. Für den wäre der Supra der richtige Stift. Ich habe hier auch einen Clip drauf. Beim Supra, das Geniale ist, der ist jetzt in Messing, gibt es auch in verschiedenen Materialien. Was bei dem so klasse ist, ist, ich habe einen vollwertigen Füllfederhalter. Wenn ich den jetzt aber aufschraube, dann merke ich, dass hier hinten, genau wie beim Lilliput, auch nochmal ein Gewinde dran ist. Und wenn ich jetzt auf dieses Gewinde die Kappe draufschraube, dann ist der Stift riesig. Also entweder du hast Hände, mit denen du wirklich Löcher im Boden schaufeln kannst, oder du gehst her, und das finde ich so genial beim Supra, du kannst das Mittelteil abschrauben. Und wenn man das Mittelteil vom Supra abgeschraubt hat, dann bleibt genau dieses Teilchen hier übrig. Das ist das Mittelteil vom Supra. Und das legt man auf die Seite. Und dann kann man die zwei übrigen Teile wieder zusammenschrauben. Und dann hat man einen dickeren Füllfederhalter, der aber klein ist. Das ist ein richtig tolles EDC-Format. Und hier ist es jetzt so, wenn ich hierher gehe und die Kappe hinten drauf schraube, dann habe ich einen vollwertigen Füllfederhalter, den ich, wenn ich fertig bin mit Schreiben, einfach die Kappe abnehme, hinten drauf bzw. vorne wieder drauf mache. Und habe dann einen EDC-fähigen Füllfederhalter, der nicht zu dünn ist. Ich halte auch mal gerne beide nebeneinander, damit man hier mal den Unterschied sehen kann. Ne? Also man merkt, der Lilliput ist doch etwas feiner und filigraner. Von der Länge her sind sie dann circa gleich. Und wenn jemand sagt, nee, ich möchte den aber nicht so klein, ich möchte den wirklich vollwertig mitnehmen, ist überhaupt kein Thema. Zwischenteil wieder rein und dann funktioniert es. Ein Füllfederhalter ist natürlich nicht immer das richtige Schreibgerät, ganz klar. Allerdings schreibe ich persönlich sehr gerne mit einem Füller. Und wenn ich was schreibe, dann schreibe ich mir Notizen auf. Und es gibt für mich keinen Grund, dass ich keinen Füller benutze. Und ein Füller, den du mitnehmen kannst, das ist, finde ich, nochmal viel cooler, weil du kannst deine Notizen tatsächlich mit einem Füller machen. Ist jetzt nichts, wenn du irgendwie auf Plastik schreiben willst, okay, da wäre vielleicht ein Kuli besser. Aber für Notizen und für sonstige Sachen zum Aufschreiben oder auch, wenn es um den Supra geht, längere Sachen zu schreiben, also wirklich lange, damit kann ich richtig toll schreiben, weil allein durch das Gewicht dieser Materialien, wir hatten ja eben Edelstahl angeschaut, Kupferhammer angeschaut, wir haben Messing angeschaut, durch das Gewicht, mir persönlich hilft es immer beim Schreiben. Wenn ein Stift zu leicht ist, dann fehlt mir die Haptik. Ich weiß nicht, ob das bei euch auch so ist.
Bei mir ist es auf jeden Fall was, auf das ich immer achte. Und die Stifte, die ich euch jetzt gezeigt habe, bei denen ist das eine richtig coole Sache. Wenn wir allerdings schon von Füllfederhaltern sprechen, dann müssen wir auch noch mal ein anderes Thema ansprechen. Und zwar, ja, es gibt Tinte, die mache ich rein und dann kann ich sie wieder wegschmeißen. Es gibt aber auch Konverter. Ein Konverter bedeutet, du kaufst dir ein Tintenfass mit Tinte und kannst dann diesen Konverter sozusagen immer wieder auffüllen. Das ist eine wiederauffüllbare Patrone. Die kosten wirklich ein paar Euro. Wenn einem aber Nachhaltigkeit wichtig ist, dann empfiehlt es sich vielleicht, so einen Konverter für einen Füllfederhalter dazu zu kaufen. Und wenn wir schon von Tinte sprechen, dann müssen wir die Tinte von Caveco erwähnen. Meiner Meinung nach das schönste Rot, das es gibt. Und ich schreibe mit verschiedenen Farben. Ich habe auch verschiedene Farben von Caveco hier und die zeige ich natürlich auch gerne. Ob das jetzt das Rubinrot ist, das Königsblau, ob es das Karamellbraun ist, ob es das Palmgrün ist oder das Sonnenorange. Alle Farben, die ich bis jetzt von Caveco verwendet habe, sind richtig, richtig klasse. Ich finde es immer ganz schlimm, wenn ich ein Rot kaufen will und fange dann an zu schreiben und dann ist es ein Pink. Wer ein richtig schönes Rot sucht, Rubinrot von Caveco, da bist du auf jeden Fall an der richtigen Stelle. Es gibt von Caveco noch etwas, das habe ich leider nicht da und kann euch nicht zeigen. Wenn ich in Zukunft, was sicherlich passieren wird, auch was davon habe, dann werde ich euch das zeigen. Und zwar werdet ihr, wenn ihr mal auf die Webseite geht, was ich euch nur empfehlen kann, weil die ist richtig toll gemacht, also da steht auch viel über die Geschichte, über die Tradition, Manufaktur und so weiter. Wenn ihr da mal auf der Webseite seid, dann werdet ihr was finden, das nennt sich Fireblue. Absolut coole Geschichte, ist im Endeffekt Edelstahl, das geflammt wird, also so lang, ne, erhitzt wird, bis es dann wie eine blaue Patina ansetzt. Sieht absolut cool aus und was ich genial finde, das macht der CEO von Caveco noch selber. Ich möchte da jetzt aber nicht zu viel verraten, weil vielleicht mache ich ein neues Video und deswegen möchte ich hier nicht schon alle Informationen raushauen. Aber schaut euch das mal an, das Fireblue von Caveco, das ist wirklich einzigartig. Und wenn wir jetzt schon über die Webseite sprechen, wenn ihr von da was bestellt. Ich habe ja schon oft gesagt, dass ich mich zu Firmen hingezogen fühle, bei denen mehr stimmt als nur das Produkt. Und bei Caveco ist es so. Du kriegst eine Karte, wo drauf steht, wer dein Paket gepackt hat. Du hast noch einen Aufkleber dran. Das ist alles so liebevoll verpackt. Ja? Die Tinte, wenn du Tinte kaufst, ist sie nochmal eingepackt mit einem Caveco-Aufkleber, damit es zu ist, also in einem Plastiktütchen. Wirklich ganz, ganz toll, wenn man da was bestellt. Ich finde, das gehört irgendwie dazu. Das ist das Einkaufserlebnis. Ja? Selbst wenn du online kaufst, heißt das noch lange nicht, dass du kein tolles Einkaufserlebnis haben kannst. Bei Caveco seid ihr da auf jeden Fall an der richtigen Stelle. Jetzt, wo wir uns die Schreibgeräte von Caveco angeschaut haben, wird, glaube ich, auch ein bisschen verständlicher, warum ich die so toll finde. Hier stimmt echt alles. Also von der Geschichte des Unternehmens über das Produkt, über die Verpackung bis hin zum Einkaufserlebnis. Alles so, dass du wirklich Spaß dran hast. Wenn dir das Video gefallen hat, dann lass mich das bitte wissen. Am besten, indem du mir einen Daumen nach oben da lässt. Wenn du noch kein Abonnent bist, lass es dir durch den Kopf gehen. Es gibt echt viel zu entdecken und ich würde mich sehr freuen, dich mit an Bord zu haben. Und für die, die schon dabei sind, wir haben heute was aus Kupfer gesehen. Da bereite ich schon seit Wochen ein Video vor. Da kommt was richtig Tolles auf uns zu. Was aber ganz wichtig ist, lasst euch bitte nicht unterkriegen. Bis zum nächsten Mal. So viele Stifte. Wenn du da nicht inspiriert bist zu schreiben, dann weiß ich auch nicht mehr.